Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es im Hintergrund. Wir sind mal wieder bei dem Herrn Wozni am Start. Und es gibt mal ein kleines Update zur Supra. Zu der Supra, habe ich ja mittlerweile gelernt. Sehr sensibles Thema. Ach, ist doch egal. Ja, uns ist das egal, aber ich verstehe das auch, dass, dass der eine oder andere das halt ein bisschen ernster nimmt. Ja, okay. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass wir sind ja wirklich, muss man so sagen, markenweltoffen, ganz egal. Deswegen ist es auch egal, ob es der, die oder das Supra, der X-Bow, der Crossbow, wie auch immer ist. Ich einfach englischen Content machen mit dir. Nein, aber wenn das so sein Baby ist so und man lebt für den Supra. Dann ist er so. Ja, nee, ich mache heute mal den Kameramann hier. Man versteht dich übrigens blendend, auch wenn du da hinten bist. Echt? Dank dem Mikrofon. Ja. Also zusammenreißen beim Furzen hier heute. Und wir wollten euch einfach mal auf den aktuellen Stand bringen, was so mit der Supra geht. Weil ihr habt euch tatsächlich gewünscht, es ist Motorshow, wann geht es mit dem Auto weiter? Ja, das stimmt. Wurde ich oft gefragt. So, generell, wie war für dich so Essen Motorshow? Erste Mal im eigenen Auto da und dann gleich mit so einem Kracher? War schon, ja, also kam schon gut an, glaube ich. Ich fand es auch echt krass, also, was die Leute so gesagt haben. Fand ich schon echt heftig. Man sieht es ja selber nicht so, muss ich ehrlich sagen. Wieso, aber du denkst, ist immer noch nach wie vor so eine Garagenbude, ne? Ja, aber es geht ja immer besser. Du weißt ja, wie es ist. Du denkst ja, oh, ja, du kennst ja die Ecken, die scheiße sind. Ja, deswegen siehst du ja eigentlich immer schlechter. Also welche? Nicht so. Ja, mehrere. So ein Lenkgetriebe und so, ne? Also, so ein paar Baustellen gibt es schon noch. So, jetzt nochmal, welche Stellen? Also, wirklich, wenn er wenige Stellen, ne? Ja, also, aber... Überall, wo du auf jeden Fall einmal dran warst, ist auf jeden Fall alles Taco. Ja, aber Lenkgetriebe zum Beispiel, guck mal das Lenkgetriebe an. Guck, wenn er unten reinfilmt. Jetzt wollte ich um, ja. Ja, doch. Jetzt sieht man jetzt schlecht, weil es so dunkel ist. Aber da so warte ich auch immer noch, dass ich ein neues Originales kriege. Dass es halt einmal frisch aussieht. Ja, weil das selber auseinanderbauen, diese ganzen Schrauben sind räudig. Nein, das ist auch kacke, das kannst du vergessen. Ja, und das ist ja auch alles zum Einstellen. Also wenn ich das einstelle, wäre das Ding gar nicht mehr. Ne? Nicht, dass du links nach rechts fährst, ne? Das wäre auch schön, glaube ich. Ich glaube, es ist gar nichts mehr. Es ist ja für jeden immer so ein Traum, das erste Mal mit einem eigenen Auto erst Motorshow zu sein. Mhm. Und dann auch noch bei uns auf dem Stand. Ja, das war schon geil. Muss ich ehrlich sagen. Als alter Atomschweißer hier. Ganz dekadent mit dem 24K-Lader. Das ist ja auch immer nicht auf meinem Mist gewachsen, ne? Das wolltet ihr ja. Das Einzige, was bei mir nach wie vor ist, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich bin mit deinem Innenraum noch nicht ganz so d'accord. Also Zustand ist mittlerweile auch geil. Selbst das Lenkrad finde ich mittlerweile auch cool, aber Sitze. Alter, weißt du, wie bequem die Dinger sind? Ja, aber Alter, mit dem Lader und mit das dem... Das ist ein Straßenauto. Das ist jetzt hier kein Renner. Ja, jetzt geht's gleich wieder mit TÜV und so los. Das lassen wir in diesem Video. nee, weiß nicht. Also ich, wenn ich so in das Auto reingucke, so mit dem Alcantara-Lenker und so schon, sehe ich da halt einfach zwei Classic Pole Position in Leder mit einem coolen Stoff in der Mitte. Wo vielleicht irgendwie noch so dieses Supra so ein, weiß nicht, eingearbeitet ist oder so. Ne? Ja. Gucken wir nochmal. Aber da du ja damit, habe ich gehört, morgens um 5 zur Arbeit fährst. Nein, das nicht, das sind nur 3 Kilometer, aber ich will halt schon, keine Ahnung, ab und zu mal fahren, ohne Rückenschmerzen zu kriegen. Also ich habe es auf jeden Fall aus dem Augenwinkel auch immer beobachtet, es waren schon echt viele Leute. Also es ist dann doch schon ein Unterschied, ob zum Beispiel unser, also wir hatten ja die Wahl, entweder wir stellen den Barren hin oder deine Supra hin. Mhm. Und es war schon goldrichtig, die Supra hinzustellen, weil Supra hat dann schon nochmal ein anderes Statement und Stellenwert für die Leute einfach als Goldbarren, das muss man einfach sagen, ne? Als Lexus. Weil Supra ist halt einfach Legende. So, wie weit ist er jetzt zusammengebaut? Boah, zusammengebaut? Nein, also anders formuliert, was fehlt noch? Auspuff, muss ich ja jetzt nochmal neu bauen, aber jetzt Titan machen. Jetzt kommt das schlimmste Kabel. Boah, das habe ich gar keinen Bock drauf. Kabelbaum noch. Kabelbaum? Eigentlich fehlt nicht mehr so viel. Ölkühler noch. Ja, ja, aber sonst so ist, was noch kurz vom Messer reinkam, einmal Wasserkühler. Genau. Also viele Originalteile sind es auch wirklich nicht mehr. Was ich persönlich extrem gut finde, ist, dass du hier einfach nur einen Schlauch hingemacht hast. Ich mag das Dash-Markdown, wenn ich so. Ja, ich finde auch. So den mache ich, glaube ich, nochmal schwarz sein. Den will ich auf jeden Fall schwarz machen. Ja. So wie die Rohre sind. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Hinten fehlt mir noch ein Schlauch, der hat nicht so ganz gepasst. Den muss ich mal neu kaufen und zuschneiden. Das sah halt einfach kacke aus. So, hier auch nochmal vielen Dank an Fox, weil es war natürlich so. Ja. Mega. nachdem wir kurz ein bisschen Titan geschweißt haben, habe ich Marlene kurz gefragt, ob sie nicht aus ihrer Abwicklung auch, was 6 Zoll ist das, ne? Ja. Ein 6 Zoll Rohr machen könnten. 152. Und ratzfatz gab es halt hier so ein 152er Titanrohr. Die konntest du auf deiner Bandsäge auch hier im Pikert schneiden? Das habe ich mir halt dazwischen gemacht, damit ich es spannen kann. Ach so, weil das so weich ist und federt, da musst du einen Kern reinmachen. Ja. Alter, dieses Rohr sieht so krank aus bei ihrer Hand. Gefühlt aus, könnte sein Kopf durchstecken locker, ne? Ja, meinen vielleicht, ja, der ist nicht so groß. So, und dann halt schnell ein paar Pikerts und hier. Genau.
Sieht aber, also ich war erst nicht so begeistert von so mit Luftfilter. Du wolltest ja unbedingt so einen Filter da reinhängen, ne? Mhm. Aber jetzt so sieht es auch ehrlich gesagt noch mal größer aus. Ja. Muss man schon sagen. Wenn man hier so vorsteht, hier, guck mal, wie dieser Lachs da so drin hängt. Ja, ist das okay, schon, dann gebe ich dir recht. Ne? Kann man schon machen. Hier ist er auch mit Absicht, damit sich ein komplettes Rohr wird, zwei genau, Stücke ja. gemacht. Das ist natürlich logischerweise ein bisschen länger, weil der Luftfilter drauf steckt. Dann nächste Baustelle, die wir zusammen angehen müssen, Calvo. Oh ja. Max ECU. Wir blenden das mal ein. Was hast du im Steuergerät im Innenraum gemacht? Achso, dass es nur wieder auf dem originalen Sitz sitzt, wo es original saß, mit zwei gedruckten Haltern und dass wir einigermaßen gut aussieht. Sitzt das im Fußraum oder ja, an der Stützwand? Welche Maxi zu? Ist das die ganz große? Die Pro, genau, die größte. Ah, dahinter. Genau, wenn du den Teppich noch ein bisschen zur Seite ziehst, dann kommt das da unten alles daneben. JZAT. Genau, das ist das Automatikgetriebesteuergerät, das kommt noch raus. Also die Felgen sind nicht meine, ne? Die sind nur vom Kumpel, dass es rollbar ist. Wir hatten auf der Messe, hatten wir von MB die gefrästen Räder. Genau, die goldbaren Felgen. In ja. 9 und 10 mal 19. Sah auch eigentlich ganz cool aus. Also ich fand's optisch geil. Aus, ja. Hm? Ich fand's geil. Das hier ist jetzt von Mutlu, das paar Levella-Räder. Genau, RZ5 oder so. Das ist auch 10x19 mit einem 285er Toyo. Sieht gleich, finde ich, deutlich tuningmäßiger aus. Mhm. Also die Barrenräder sahen da schon also ein bisschen mehr. Also typisch DM, nur halt nochmal ein bisschen verfeinert, finde ich. Wäre deine Traumfelge? CCW Classic. CCW Classic? Mhm. Klingt nach einem Ultramarad. Teuer. Kostet irgendwie ein Zweier das Rad, also eine Felge. Ach krass. Mhm. So, dann sehen wir hier in der Zwischenzeit auch reingekommen, natürlich, wie sich das bei uns gehört. Schönes H&R-Fahrwerk. Ja, da erzähle mal rausgehauen. Rausgezittert mit Verstellungen und so. Ich finde immer bei so einem Fahrwerk, man muss einfach immer einmal dieses Klick. Das Klick muss man immer einmal spüren. Bei Fahrwerken ist aber ganz wichtig, wenn du es jetzt einstellen willst, dann musst du es ganz zudrehen. Also auf maximal plus. Okay. Und dann die Klicks zählen beim Aufdrehen. Okay. Ich habe es am Anfang nämlich auch falsch schon gemacht. Mhm. Und wenn du von auf nach zu drehst, hast du A, den Nachteil, dass du mit Pech nach Dämpferaufbau es komplett rausdrehen kannst einfach. Mhm. Dass es einfach plumm macht unten. Und bei auf hast du nicht so einen gezielten Anschlag, wo du sagst, jetzt ist null. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was hier drin passiert, wenn ich da andrehe. Du kannst Zug- und Druckstufe zusammen verstellen. Ja, aber was passiert da drin an sich, wenn ich daran drehe? Ja, das ist ein Ventil, was ich irgendwie ja, genau. schließe. Ach so, okay. Das ist übertrieben gesagt, sind das. Es geht darum, dass man nicht genug Flüssigkeit rein oder raus kann. Du veränderst quasi einfach nur die Öffnung, wo das Öl durchgeht. Deswegen auch Druck- und Zugstufe zusammen. Und Salem hat dir quasi da eine Kennlinie eingebaut, dass du beides passend zueinander härter und weicher drin hast. Ah, okay. Also quasi für den absolut Volllein, der unbedingt an der Raltanke nochmal es so zudrehen will. Dass die Domlager rausfallen vorne, dass die Kauleiste rausfällt, das geht damit perfekt. Ja. So, dann hier gab es von Carsten, von Wagner Tuning, auch noch einen Ladeluftkühler. Genau. Das ist so der Ladeluftkühler, den ich jemals gesehen habe. Genau, der hat 155er Tiefe, 700x300. Da hat Carsten mich aber meinen ersten Supra damals angeschrieben, ob ich das Auto für gerne vorbeibringen möchte, für zwei Ladeluftkühler jetzt bauen. Einmal für Serie. Hast du dieses ganze originales Geraffel da drin mit den Rohren und all so ein Quatsch. Und einmal eine Hardcore-Variante. Das ist das, was auch Vimy und so drin haben im Golf im Zweier. So, weil aus der Perspektive hier sieht man mal, wie fett dieser Kühler ist. Ne? Also das ist schon. Ja. Aber guck mal, wie viel Platz hier ist, ne? Weil der ist ja immer noch. Mhm. Der ist ja eigentlich sogar immer noch tatsächlich. Und bei dem Mensch kannst du noch weiter hier rein. Ne? Ja. Also hier kommt immer noch Klimakühler zwischen. Krass. Klima muss ich auch noch an mir anpassen. Ja, ein Straßenauto. Ja, aber du hast gar keinen Kompressor drin, ne? Ja, komm doch rein. Der passt aber da? Ja. Das heißt, der sitzt dann hier genau in dem. Genau, der sitzt dann hier unten. Wie ist es hier an dem Loch? So, nochmal zum Fahrwerk. Das ist eigentlich ein richtiges RSSS-Rennfahrwerk eigentlich sogar, ne? Also das ist schon eigentlich richtig hier Motorsport. Mit Rennsport-Federsystem. Wie ist das hinten mit dem Auto? Ja, hinten genauso. Auch mit Rennsport-Federsystem. Ist das hinten auch einstellbar? Ja, von innen, ne? Im letzten Video haben wir hier den arschteuren, was heißt arschteuren, wir haben ja eigentlich festgestellt, dass der Preis in Ordnung ist, den kompletten Antriebsschrank von Grannis. Ja. Wie hat alles so gepasst jetzt beim Einbauen? Ehrlich gesagt echt gut. Ich habe auch herausgefunden, wir haben uns gefragt, wofür diese Platte ist. Mhm. Die ist dafür da, dass du, da sind bei den alten Glocken, die geschweißt waren, konntest du... Boah, die waren ein bisschen exzentrisch, diese Stifte, die fürs Getriebe waren, für die Glocke waren, konntest du die ausrichten zur Kurbelwelle hin. Er sagte mir, aber das brauchst du bei den gegossenen Glocken nicht mehr, weil die halt wirklich gut gefräst sind. Aber er legt die trotzdem irgendwie mit bei. Ja, weil sonst hier, ich meine, das ist halt schon... Ja, das ist schon eng. Das ist schon echt. Ja. Ja, aber es sind halt 100 mm, ne? Aber das ist schon genau, ne? Ja. Muss man echt sagen. Klar, dies. Und das Getriebe sieht so natürlich, das Diff sieht natürlich fett aus. Ne? Also gefühlt besteht die Hinterachse jetzt ja nur noch aus. Ja. Wow, wie schön neu das alles aussieht hier.
Aber jetzt so mit gepulvert und gelb verzinkt sieht es tatsächlich dafür, dass ja eigentlich nicht mehr so viel Original ist. Ja. Nicht mehr Original, nicht mehr Original. Ja, genau. Wenn das jetzt so ein bisschen Staub drauf kommt und so ein bisschen sich alles einläuft, dann sieht es tatsächlich wieder relativ original aus. Ne? Ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Bremse hinten war Carsport. Genau. Das ist aber irgendeine vom R34, glaube ich. Da passte die Handbremse nicht. Mhm. Die habe ich ja damals von Rick und so gekauft. Wussten sie damals selber nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ich muss die Töpfe neu fräsen lassen dafür. Ja. Passen leider nicht so ganz. Aber ist halt so. Ne? Das gehört dazu. Oder sonst halt eine Keramik hinten. Passt nicht, habe ich ausgemessen. Passt ja nicht. Da war der Topf halt so groß. Ich brauche 200 mm schon alleine im Durchmesser. Weil die Handbremse ja innenliegend ist. Ja, aber du musst ja keine Audi nehmen, sondern du könntest jetzt ja zum Beispiel eine von BMW, Porsche und so weiter nehmen. Die ich sollte einfach nach Hause fahren. Die eigentlichen Scheiben kommen ja alle von SGA Brakes, also sie sind alle gleich. Der eigentliche Keramikring. Zumindest jetzt bei BMW, Mercedes. Muss sagen, weil die haben auch 512 mittlerweile. Ne? Deswegen sehen die ja auch alle gleich aus. Also ich meine, es wirklich den Reibring. Ja. Mhm. So, ne? Und bei BMW und Mercedes und Porsche ist es bis heute so, dass sie halt eine Handbremse drin haben. Ne? Stimmt, ja. Da muss es wieder passen. Halt. Stimmt. Da müsstest du mal gucken, welche die kleinste ist. Aber keine Ahnung, so eine Porsche Hinterachse. Also klar ist dann 530, aber du kannst ja ohne Probleme einen 530 Topf auf 5x114 bohren. Mhm. Das geht ja. Ja, ich habe, ich habe auf meinem Auto hinten auch Keramik, also auf dem Cayenne. Da ist aber 370 schon das Kleinste. Ja, hinten. Ja, wenn du vorne 380 hast und 370, sieht auch ein bisschen Panne aus, ne? Aber wenn du dann die Bremse auf den Cayenne hinten drauf setzt, ne? Da gehe ich mal wieder live bei YouTube. Das machen wir live auf jeden Fall, die Nummer. Also eigentlich sieht das doch schon recht weit fertig aus, weil du musst ja auch nur den Hauptkabelbaum, also den Motorkabelbaum bauen. Der Rest bleibt ja erstmal original. Genau, ja. So, und das ist ja bei der halt an Tacho und so ein Quatsch, ne? Ja, klar. Mhm. Ja, und das ist ja bei der Max ECUE so, dass die Kabel alle dran sind. Du musst nur so ein bisschen Masse, ein bisschen Plus, ein bisschen verpinnen. Ja. Also zwei, drei Abende sind es trotzdem. Spritpumpe. Ja, das klang letztens auch noch anders. Spritpumpe, weil dann kommen noch die Kleinigkeiten. Du musst ja die fette Spritpumpe noch. Ja, stimmt. Mhm. Da braucht man eine fette Sicherung für. Mhm. Die muss extra, dann müssen wir Paul mal fragen, welche Sicherung er da mal verbaut. Ich glaube 100 oder 150 Ampere. Ja, aber er hat so eine geile Schmelzsicherung dafür irgendwie, die auch einigermaßen cool aussieht. Hört sich schon mal gut an, wenn du für Sprit absichern eine Schmelzsicherung nimmst. Ja, weil die zieht halt richtig am Ende. Ja, ich weiß schon, alles gut. Töpfe nochmal ausmessen, dass ich Auslauf bauen kann. 4 oder 4,5 Zoll, bin ich noch nicht ganz sicher. Ich glaube 4 reicht, oder? Ich würde auch 4 machen. Weil alleine wegen Klappe brauche ich, gibt es nur 4 Zoll. Ja. Aber dann auch wieder oval, wie? Nee, ich glaube rund. Einfach rund und durch und fertig, ne? Genau. Ja, ich sag mal so, mittlerweile sehe ich es ja auch teilweise so ein bisschen so, man braucht sich mit 4 Zoll ja nicht verstecken. Nein, man ist ja mittlerweile auch echt verwöhnt, weil guck mal, das sind 4,5 Zoll, ne? Ja, ach so, das ist 4,5. Das ist 4,5. Ah, ich hätte jetzt fast so gedacht, dachte, das wäre sogar schon 5. Ja, 5? Alter, was denkst du denn von mir? Weil klar, das boah, kriegst du ja niemals da unten durch in 4,5. Nein, also, das sind 114 mm. Ja, gut, es ist jetzt aber auch nicht viel, es sind nur 5 mm am Radius, ne? Also jetzt sind 4 Zoll Rohr. Das finde ich halt ganz schäffig. Ich habe da nochmal deine Ummantlung hier überall drum gemacht, aus Sicherheit. Und hier kannst du entlüften. Ja. Mhm. Müssen wir irgendwie einen Halter bauen. Kannst den gefühlten Kupplungsverschleiß checken. Eine Platte dafür wäre ganz geil zum Verschließen, dass kein Dreck reinkommt oder so. Ja, aber die Frage ist, ob nicht eher, bevor Dreck reinkommt, es ganz geil ist, dass der Staub rausgeht. Dass die einzelnen Teile rausfliegen. Nee, und auch so Temperatur und alles. Ja. Halter brauche ich nochmal hier, muss ich nochmal machen lassen. Ja, wie Joel einfach, ne? Macht er so? Ja, JB-Motoring, der so. Auch für Limo. Kannst ihm einfach, das ist eigentlich ganz cool, der kann ja auch relativ einfach 3D drucken. Mhm. Das heißt, du sagst ihm nur den Gott. du sagst ihm nur den Durchmesser von, und Länge von dem Gewinde, was du hier hast. Und passend dazu, welche Rohre du verwurbelst. Mhm. Und dann ist das Coole, dass du drehst Teil 1 auf das Gewinde. Mhm. Dass es dann hier am Unterboden fest ist, drückst die Rohre rein und das zweite schraubt sich mit einer Schraube daneben quasi dann rein. Ah, okay, das ist geil. Mhm. Das heißt, du kannst es auch relativ einfach montieren. Okay. Mir ist neulich eingefallen, guck mal, wie viel Chromfabrik Alex mittlerweile für uns alle eloxiert und verzinkt haben. Ne? Wie wollen wir das jemals wieder gut machen? Ja, aber haben bei ihm selber noch gar nicht gefilmt, ist mir mal so eingefallen. Warst du noch nicht? Irgendwie ist da nicht so richtig Video zustande gekommen. Also das müssen wir mal... Ja, das kannst du ja auch nicht bringen, so. Wenn du jetzt wieder rumschreit. So, aber ich habe mir jetzt tatsächlich eine coole... Thematik überlegt, wie wir mal zusammen was eloxieren können. Wir müssen mal zu Alex hinfahren. Ja, weil alleine der Typ ist einfach ein 1+. Machen das. Wir wollen was eloxieren, wo ich was vorher für bauen muss zum Eloxieren.
Mal gucken, ob er mit meinen Vorarbeiten klarkommt. Oh nein. Alex, du hast keine Zeit in den Tag, ich kann es nur empfehlen. Aber es wird schon. Ja. Ja. Nee, weil natürlich, wenn an der Technik alles funktioniert, Auspuff bauen, Kabelbaum bauen, weil die Leute bestimmt einfach gerne eine Zeit hätten, was du denkst, wann das Auto ein bisschen rollt, fährt und so weiter. Das Einzige, was mir so gut auffällt, ist diese Kabelkacke. Ich hätte jetzt mal so aus dem Bauch raus gesagt, also 2-3 Monate, muss eigentlich machbar sein, ne? Ja. Schon. Ja. Wenn dann natürlich irgendwas undicht ist, Motor nochmal raus muss, wie auch immer, ist das natürlich was anderes, ne? Aber so plus natürlich so ein bisschen Bremsleitung, Bremse entlüften, das ist halt so dieses typische Zeug. Ja, aber Zeug. Ausmessen so ist ja jetzt nicht so. Ja, aber es ist halt immer wieder ein Abend, ne? So ein Ratzfatz ist halt. Ne, die ganzen Maße habe ich alle schon. Ja. Okay. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst einen Daumen hoch da, lasst für Tom ein bisschen Liebe da. Geiles Auto. Danke fürs Zuschauen. Kurzes Update. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.